Hallo und willkommen im neuen Blatt. Ich habe hier die Aufgaben von dem neuen Blatt. Die habe ich schon mal hier schön rausgeschrieben in vorbereiteten Ding. Zu schreiben ist die Klasse Sort, die hier. Und ich habe schon mal einen Konstruktor gemacht. Eigentlich ist er nicht nötig. Dann habe ich hier die Methode Union gemacht. Gucken wir mal kurz, was die machen soll. Okay, hier ist eine, sind zwei Listen gegeben. Das eine ist A1 und das andere ist A2. Wichtig ist sortierte Folgen. Hier, das da. Ich mach mal groß, sortierte Folgen. Denn das werden wir hier ausnutzen. Ja, genau. Und die Methode soll eine sortierte Liste zurückgeben. Also erstmal machen wir die Liste. Integer Array Ergebnis ist eine neue Integer Array. Und die hat die Länge. Hier schreibt man die Länge rein. A1.length plus A2.length. So. Und dann brauchen wir, die zwei Listen sind sortiert. Ich mache mal schnell ein Beispiel. So, ich habe schnell ein Beispiel vorbereitet. Hier haben wir A1 und A2. Die müssen nicht gleich lang sein. Die können verschiedenen Inhalt haben, aber auch gleichen Inhalt. Und ja, wir müssen immer einen davon zuerst nehmen und hier in unserem Beispiel Ergebnis einfügen. Und zwar immer den richtigen natürlich. Da würden wir hier zum Beispiel 1, dann die 2, dann die 3, dann die 4 und dann nochmal die 4 und dann die 5 und dann die 6 und so weiter und so fort. Dazu müssen wir natürlich zwei Indexes haben, womit wir hier durchlaufen. Die Index hier und die Index hier. Und die vergleichen wir. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn das hier schon mal rausgenommen wurde oder schon mal in Ergebnis hinzugefügt wurde, dann bleiben das hier und das hier zum Vergleich. Dann wird das hier zum Ergebnis hinzugefügt und dann bleiben das hier und das hier zum Vergleich. Dann wird das hier hinzugefügt, dann bleibt das hier mit das hier zum Vergleich. Dann wird einer der beiden hinzugefügt und dann bleiben das hier und das hier zum Vergleich, wird wieder einer der beiden hinzugefügt und dann bleiben das hier und das hier zum Vergleich und so weiter und so fort. Ihr seht, die zwei Sortierteile werden, die zwei Indizien werden sich verschieben, dann wird irgendwann das mit das verglichen und das seht ihr, es ist verschoben. Das eine ist erst bei der dritten Indizie und das hier ist schon bei der fünften, wenn ich mich nicht täusche. Ja, fünf. Ja, und deswegen müssen die beide einzeln betrachtet werden. Ich nehme mal Integer. Index 1 ist 0. Ups. Index 2 ist auch 0. Und jetzt brauchen wir eine Schleife. Inkrementieren unser i. So. Und jetzt brauchen wir natürlich eine Vergleichsbedingung.
Und ich würde sagen, wir schreiben uns einfach erstmal auf, was wir vergleichen müssen. Zu vergleichen ist A1 Index 1, ob es kleiner als A2 2 Index 2 ist. So. Aber das reicht nicht. Wenn wir das vergleichen und gut, machen wir erstmal das und dann betrachten wir die Ausnahmefälle. So. Wenn das der Fall ist, dann haben wir hier einen kleineren Wert. Das wäre hier übrigens der Fall, dass 1 hinzugefügt wird. Das heißt, wir nehmen hier die Ergebnisse i ist gleich a1 Index 1. Also wir nehmen den hier, in dem Fall den hier. Beachtet bitte, wir fangen bei Index gleich 0 an, weil das ist die 1 und die 2 sind an der 0. Stelle in dieser Array. Und wir weisen diesen Wert hier in Ergebnis i in Ergebnis in der i-ten Stelle von Ergebnis zu. Das ist in dem Fall auch die 0. Stelle. Aber das muss nicht sein. Also das nächste wird an der 1. Stelle von Ergebnis sein, die 2, ja. Aber die kommt aus Index Stelle 2, Stelle 0. Also Index 2 Stelle 0. Jetzt müssen wir natürlich unseren Index inkrementieren. Und dann machen wir die else. Hier schreiben wir Ergebnis i ist gleich a2 Index 2. So, und Index 2 fertig. Das könnte schon funktionieren, aber nur in einem bestimmten Fall. Und zwar genau, ihr werdet das auch spätestens beim Ausführen merken. Es funktioniert nur, solange das hier nicht erreicht wird. Also sobald wir nicht versuchen, in dieser jetzt hier die, das hier ist die 5., ja die 5., wenn wir nicht versuchen, hier die 6. Stelle zu vergleichen, weil die 6. Stelle existiert gar nicht. Und deswegen müssen wir noch drumherum noch eine if machen. Und diese if entscheidet, ob die 1, ne, Index 1, Punkt, ne, sorry, A1. Ah ja, verstehe. Ob Index 1 kleiner als Punkt Length ist oder solange ja und Index 2 kleiner als A2 Punkt Length ist. So, ups, und hier macht die Klammer. Ja, das macht Sinn. Da. Manchmal ist es leichter, wenn man die Musterlösung nicht anguckt, weil die machen Sachen anders. So, ja, genau. Und das hier kann man natürlich auch hier reinschreiben. Also, wir müssen nicht immer eine getrennte if-Bedingung haben. Wir können auch das hier darf nicht sein.
So. Und wir nehmen das hier jetzt. Ich mache mal die Klammern hier drumherum erstmal. Hier eine Klammer. Wenn man die schicken Tools verwendet und nicht verwenden kann. So. Jetzt aber. Sollte passen. Jetzt sagen wir, Index 1 ist kleiner als A1 Punktlänge, Index 2 ist kleiner als A2 Punktlänge. Also wir haben keine Grenzen überschritten und A2 ist so und A1 ist so. Das ist okay, aber ich sehe gerade ein Problem. Vielleicht habt ihr es schon lange gesehen. Hier laufen wir bei A2 und A1 bis ans Ende, an diese Grenze. Und dann kommen wir nicht mehr in diese Bedingung rein. Und dann war es das. Und die 8 und die 9 kommt nicht in unser Ergebnis rein. Das ist ja auch nicht gewollt. Deswegen müssen wir noch ein bisschen was dran ändern, sehe ich gerade. Was wir ändern können, ist, wir sagen, solange das Ah ja, okay. Muss ich noch kurz überlegen. So, ich will euch nicht verwirren. Also werde ich das so machen, dass wir das erstmal ein bisschen redundant schreiben und dann können wir, wenn wir wollen, das versuchen zu kürzen. Also ich kopiere jetzt erstmal das hier. So. Schreibe das hier unten nochmal dran. Und jetzt ändere ich die Bedingungen ein bisschen. Jetzt sage ich, wenn Index 1 größer ist und Index 2 gleich ist, dann haben wir Also, Index 1 ist kleiner und das da, oder wir haben diesen Fall. Nur haben wir jetzt zwei, eins, eins. Also in dem Fall hier ist, das ist auch hier abgebildet, ist das hier kürzer als das obere. Also erreichen wir die Länge, das Ende. Und da haben wir noch nicht das Ende erreicht. Also laufen wir einfach weiter und schreiben immer Index 1 rein. Hier. Also das hier bis zum Ende. Und im anderen Fall ist das obere kürzer, also A1 ist kürzer und A2 ist länger. Dann schreiben wir immer von A2 was rein. Und ja, das war's dann eigentlich. Das können wir jetzt versuchen, noch kompakter zu schreiben.
und von hier da reinzukriegen, alles in eine Bedingung. Und das wird dann so aussehen. Also das hier ist, glaube ich, für euch verständlicher. Eigentlich für jeden verständlicher. This scenario occurs when. So, ja, genau. Und ich würde sagen, das ist eigentlich schöner. Da müssen wir nicht das so machen, wie die es gemacht haben. Da wird man hier, die hätten das so gemacht. Nee, lasst es einfach so. Die hätten hier ein Oder-Zeichen reingeschrieben. So. Und die hätten hier das hier eine Klammer drumherum gemacht. Und die hätten gesagt, entweder, nee, hier ein Gleichheitszeichen. Und das hier, diese Aussage jetzt, ist äquivalent zu dem, was wir hier gemacht haben. Also. Das hier ist zwar kürzer, aber kryptischer als das, was wir gemacht haben. Seht ihr es? Wenn Index 2 gleich Länge ist und Index 1 kleiner als A1-Punktlänge, dann haben wir diese Bedingung hier. Ja? Dann gehen wir hier rein. Und wenn das nicht gilt, dann haben wir die Bedingung und wir gehen da rein. Beweisen, dass das allgemeingültig ist, werde ich jetzt nicht, müssen wir auch nicht, und wir sparen uns das ganze Gedöns und wir machen das einfach mit einem zusätzlichen if. Genau. Das hier lasse ich euch für die Übung noch drin. Und dann gehen wir weiter. Bestimmen der Komplexität. Das ist ziemlich leicht. Wir haben hier eine Schleife. Also haben wir eine Komplexität von O von N. Würde ich mal behaupten. Ich sage euch gleich, ob es auch stimmt. O von N. Da steht nichts von Komplexität, aber es sollte O von N sein. Genau. Dann haben wir hier, weil, guck mal, hier ist alles 1, das hier ist 1, ups, oder beziehungsweise konstant, alles konstante Laufzeit und das Einzige, was hier unsere Laufzeit beeinflussen kann, ist das. Wir könnten auch Ergebnispunktlängst machen. Vielleicht ist es so besser. Genau. Implementieren Sie eine rekursive Methode static int. Ich muss gucken, was das hier auf sich hat. So, eigentlich ist es ganz leicht. Wir müssen nun Rekursion benutzen, um diese Array, die hier reinkommt, in zwei rekursiv, also zu sortieren. Wir haben hier zur Verfügung
das, was wir gerade geschrieben haben, Union. Damit können wir zwei Arrays, beliebig kurz oder lang, zusammenfügen. Und wir haben hier unseren Sort. Wir machen jetzt einfach als allererstes, wenn wir eine 1 zurück haben, also Länge 1, dann geben wir einfach nur dieses Element wieder zurück. Also if array.length 1 ist, dann machen wir return. Hat sich das schon erledigt. Unterteilen Sie die Folge in zwei möglichst gleich großen Teilen. Das können wir machen. Integer Array brauchen wir New, ja, Integer. Sorry. Die Länge und das andere ist Integer Array A2. Also es kann ja sein, dass Array.length so, und da fehlt noch was. So. Es kann ja sein, dass Array.length, wenn ich hier eine Array mit 1, 2, 3 Elementen habe, wird diese Teilung von Array.length abhängig vom Datentyp natürlich. Ich denke, das sollte ein Integer sein, was zurückkommt. Wenn wir ein Integer durch 2, in Integer 3 durch 2 teilen, also 3 Elemente, dann kriegen wir 1 raus, weil die 5, die 1,5, die halb am Ende wird weggerundet oder einfach weggehackt, besser gesagt. Und in dem Fall kriegen wir hier eine Länge, die passt, also die 1, und die hier kriegen wir nochmal eine 1. Und die Summe von diesen zwei Hälften ergibt nicht die ganze Array. Also haben wir ein Problem. Also mache ich hier Array.length minus Array.length. Also jetzt habe ich hier die Gesamtlänge genommen und dieses Ding abgezogen und dann habe ich die zweite Hälfte. Egal, ob das jetzt so ein Fall ist oder so ein Fall, weil in diesem Fall sind beide Hälften des Arrays gleich groß. Aber das ist jetzt egal, jetzt kriegen wir immer, egal wie groß die zweite Hälfte ist, wir kriegen hier immer die zweite Hälfte. Genau. Und jetzt müssen wir sortieren beide Hälften mit Hilfe eines rekursiven Aufrufs. Also wir nehmen Sort und wir rufen, wie war das? Wir nehmen Sort und wir rufen es mit A1 auf und wir müssen das mergen mit, hieß die Methode merge? Ich denke schon. Gucken wir mal. Komm schon. Union. Sorry. Yeah. Union von dem hier und Sort von A2. Und das hier, was das macht, male ich mal schnell auf. Wenn ich was zu malen finde. Wir haben hier unser Array.
Mach mal Pause. So, was das macht, ist, es nimmt diese Array und es teilt es in zwei Hälften. Wie mache ich das am besten? Hier. Und er trennt die ganz vorsichtig. Oder auch nicht vorsichtig. Und so, jetzt haben wir zwei Hälften, die sind jetzt zufälligerweise nicht gleich groß, deswegen haben wir ja die Grenzen so komisch gesetzt, um das in Betracht zu nehmen. Und hier machen wir wieder das Gleiche. Also wir trennen das bei 3, 4, 5, 6, 7, bei 3. Und hier machen wir, ich mache mal Pause. So, es macht so immer weiter und weiter, bis irgendwann nur noch einzelne Kästchen übrig bleiben. Und diese einzelnen Kästchen werden dann zurückgegeben, und zwar von dieser hier. Gleich am Anfang haben wir das gemacht, Return Array, ja, und die kommen dann zurück an ihren an dem Merge. Der Merge sortiert die und macht ein Array aus zwei Kästchen draus. So. Leid, dass das so umständlich ist. So, und hier macht er genau das Gleiche. Also erst haben wir diese ganze einzelne Kästchen. Die werden jetzt, die getrennte Kästchen werden wieder in solche Kästchen sortiert, im Merge. Der hier wird auch sortiert. Und so weiter und so fort. Bei allen getrennten Kästchen. Davon können wir jetzt viele machen. Und die hier werden jetzt wieder hochgereicht, weil die hier wurden ja von einem Sort erzeugt. Und also hier wurden die durch Sort getrennt und hochgeschickt an Merge, und oben drüber ist genau das gleiche passiert. Da gab es auch ein, steckt auch ein Merge dahinter. Der mergt jetzt die hier und macht wieder sowas draus, aber sortiert. Sowas eher. Und der hier mergt die hier und macht sowas draus. Und der hier mergt die hier und macht sowas draus. Die hier brauchen wir gar nicht. Und so weiter und so fort. Ja, die hätten wir schon gebraucht. Egal. Und dann machen wir hier auch so ein Merge und hier ein Merge. Also diese Unterschiede zwischen 3 und 4 haben wir ja auch in Betracht genommen. Und ganz oben kommt dann das Endergebnis raus. Und das ist jetzt sortiert. Jedes Mal. Hier immer weiter rein. In jeder Ebene haben wir die einzelnen Teile sortiert. Also hier haben wir den Teil sortiert und den Teil und dann den Teil und den Teil und den Teil und den Teil. Dann haben wir, ich denke nicht, dass ihr mein Ding sieht. Seht ihr es jetzt? Ja, hier haben wir den Teil und den Teil sortiert und dann den Teil hier rein. Und hier haben wir den Teil da rein sortiert und den Teil da rein. Und dann die zwei Teile da rein und hier ist parallel das Gleiche passiert. Dann haben wir die Teile da rein sortiert. Und hier war parallel das Gleiche. Und dann haben wir die Teile da rein sortiert. Genau. Und das schreiben wir jetzt. Warte mal, ich mach mal hier eine neue Seite dafür. Weil das ist ziemlich arg hässlich, was ich hier gemacht habe.
Die Seite machen wir clean. Da kommt es hin. Ja. Und jetzt Union Salt sollte genau das bewirken. Genau. Und das wird auch zurückgegeben. Sonst hat das gar keinen Sinn. Also hier haben wir gerade den inneren Kasten von dieser Methode, von diesem Aufruf und den inneren Kasten von diesem Aufruf zusammengefügt. Wenn der innere Kasten, wenn A1 oder A2 die Länge 1 hat, dann wird hier innen einfach das Element wieder zurückgegeben. Und hier machen wir einen Return, damit der Aufrufer von dieser Methode vielleicht zufälligerweise oder ziemlich wahrscheinlich auch die Sort-Methode, dass sie sich selbst ziemlich oft aufruft, die kriegt genau das zurückgegeben. Also das wird einfach nach oben weitergereicht. Und jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, was die zusammen, was die reinfüllt. Hier passt es besser hin. Sortieren Sie die beiden Folgen. Gut, das ist alles ein Ding. Und hier fülle ich mal die A1 und A2 auf. Das haben wir ja noch nicht gemacht. For 0. Kleiner als 1 Punkt Length und plus. Und während das der Fall ist, nehmen wir das da i und fügen Array i hierzu. Genau. Und jetzt machen wir gerade weiter. Und zwar hier. Int i gleich 0, i soll kleiner als a2 Punkt Länge sein. Und dann laufen wir, sagen wir, und hier Array Punkt Length. Genau. Also alles, was übrig bleibt, wird in A2 reingeliefert. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die das auch so gemacht haben, aber ich bin davon überzeugt, dass das hier funktioniert. Die haben es ähnlich gemacht. Die haben das ein bisschen anders gemacht. Die haben hier diese halbe Länge einfach hier drauf addiert und die haben wieder i von 0 inkrementiert. Ich habe hier einmal i bei 0 anfangen lassen und dann habe ich es von 0 bis a1 Punkt Length gezählt und dann habe ich einfach weiter gezählt bis Array Punkt Length. Dann haben wir alle Elemente von Array Punkt Length irgendwo hinzugefügt. Was die gemacht haben, ist, die haben zweimal von 0 bis einmal a1 Punkt Length und einmal a2 Punkt Length und hier haben sie einfach a1 Punkt Length plus i reingeschrieben. Das ist eigentlich äquivalent.
Genau. Und ja, jetzt die Laufzeit. Das ist der interessante Teil. Darum geht es eigentlich in dieser Übungsaufgabe. Die Laufzeit gucken wir uns hier an. Das hier, also ihr erinnert euch, dass das Mergen, hieß das Merge? Ne, Union. Union hatte. Hatte O von N. Und Sort gucken wir uns jetzt an. Sort verwendet ja Union. Der hat hier auf jeder Ebene hat er 1, 1, N und dann nochmal N, also 2N ist immer noch N und das war's. Also O von N. Ja, auf jeder Ebene und die N kommen von hier beziehungsweise hier. Ja. Hier waren es N, weil wir einmal die Array durchlaufen müssen. Hier ist es auch N, weil wir hier einmal die Array durchlaufen müssen. Genau. Also hier haben wir O von N auf jeder Ebene. Und das geht immer weiter hoch. So. Da habt ihr es. Auf jeder Ebene habt ihr O von N. Hier habt ihr aber eine Eingabe zu sortieren. Also hier habt ihr ein. Ich mache es mal in grün. Also hier habt ihr 12 Elemente zu mergen mit einer Laufzeit von O von N. Und hier habt ihr 6 Elemente zu mergen. Und jetzt mache ich nicht mal auf Pause. Hier habt ihr 3, 4 Elemente. Hier habt ihr dann nur noch, sagen wir mal 3 und den hier lassen wir einfach weg. Das war blöd. Hier haben wir eigentlich auch mehr. Wie mache ich das jetzt? Hier fehlen welche. Seht ihr? Das hier soll 2, 1 und dann 1, 1 sein. Aber das fehlt. Und dann habt ihr hier 1, 2 Elemente und hier habt ihr ein Element. Also ein Element zu mergen ist ziemlich wenig Arbeit. Die zwei zu mergen ist doppelt so viel Arbeit. Die hier zu mergen ist das Vierfache. Die hier zu, also wieder doppelt. Und das ist wieder zweimal von dem vorherigen und das ist wieder zweimal von vorherigen. Also insgesamt diese ganze Schichten durchzulaufen dauert log, ups, da bin ich, log Basis 2, weil wir immer die Arbeit, die gemacht werden muss, immer verdoppelt wird, ja, deswegen Basis 2. Log Basis 2 von n mal n definiert, wie tief wir gehen. Nee, ich schreibe es mal erst und dann beschreibe ich, warum das so ist.
mal n. Also das hier ist die Laufzeit, ja? Hier haben wir jetzt Basis 2. Weil immer bei jedem Umlauf die Arbeit verdoppelt wird. Also mal 2. Beziehungsweise so. Und warum n? Weil das ist also log Basis 2, dieser ganze Term. Dieser Term. Bestimmt die Anzahl der Ebenen. Also hier gibt es, mache ich das am besten? Log 2 von n Ebenen. Hier kann ich eigentlich jetzt löschen. Und was haben wir noch? Noch gibt es dieses n. Das ist einfach die Laufzeit pro Ebene. Also das hier. Union. So hieß das Teil. So, jetzt haben wir es, glaube ich. So, jetzt noch eine schnelle Main. Hier haben wir eine
zufällige Array in, oder zufälligen Array erzeugt. Und diese Zahlen werden hier in mit Länge, also die werden hier ausgedruckt, bis zur Länge von der Array natürlich. Hier wird die Array sortiert. Also wichtig ist zu erkennen, dass ihr eine Punkt Sort benutzt, weil das ist eine statische Klasse mit statischen Methoden, oder ihr verwendet statische Methoden von der Klasse Sort. Ob die Klasse selber statisch ist, nee, die ist nicht statisch. Aber die Methoden sind statisch und ihr verwendet das wie ein Objekt. Also die Klasse Sort, Punkt Sort, Numbers. Und Numbers ist hier unser Array, den wir noch nicht erzeugt haben, oder? Doch, den haben wir hier. Das kann nicht funktionieren. Int Array Numbers New Jetzt kann es funktionieren. Und hier laufen wir bis zu einer Länge 10 hoch. So. Und da kommt ein Leerzeichen rein und da auch. Das hier wird alles ohne Leerzeichen gedruckt. Ja, genau. Jetzt können wir es testen. Wahrscheinlich kommt ein Riesenhaufen Fehlermeldungen raus. Normalerweise sollte man es früher testen, nicht erst am Ende. Length. Mir fällt eins auf jeden Fall auf. Hier diese zwei Klammern gehören da gar nicht hin. So, hoffentlich wird es besser und nicht schlechter dadurch. Trotzdem hat er das gleiche Problem. Else without if. Gehen wir mal eins nach dem anderen. Ah, hier, Kommas, natürlich. Komma geht gar nicht. Das soll ein Semikolon sein auf Zeile 22. Das hat euch bestimmt schon lange genervt. Und else without if. Else without if. Das ist eigentlich, meine ich, korrekte Schreibweise. Aber wer weiß, vielleicht ist das in Java nicht korrekt. War es, oder? 33. Hier wurde das ja, habe ich das ja auch gemacht. Bis jetzt keine Fehlermeldung gekriegt. Na dann, wenn man das nicht darf, muss ich das halt so machen.
Das sollte äquivalent sein zu dem, was ich geschrieben hatte, aber anscheinend mag es der Compiler nicht. Jetzt hat er immer noch ein Problem. Else without if. Ja, da fehlt ihm ein if dazu. Okay, ich kann nicht einfach else und dann nochmal else. Es ist entweder das oder das und es gibt kein drittes. Da bräuchte man Case oder irgend sowas. In dem Fall machen wir jetzt einfach hier. Case wäre schon praktisch. So, ich weiß, wie wir das jetzt machen. Wir machen das genau andersrum. Wir nehmen hier den Block und wir schreiben den hier ran. Da. Und hier schreiben wir else if hin. Das ist ein bisschen wie im Case. Else if. So. Also hier haben wir das hier. In dem Fall sind wir hier schon an der Grenze angelangt, dann angekommen. Dann schreiben wir das eine rein, sonst sind wir an der anderen Grenze, dann schreiben wir das andere rein. Und wenn wir nicht an der Grenze sind, dann machen wir ganz normal. Genau. Jo. So passt es. Gucken wir, was der Compiler dazu sagt. Klammern. Oh, toll. Ah, Return Statement. 43. Ah, klar, er braucht einen Return. Nach dem For natürlich. Return Ergebnis. So. Jetzt ist er zufrieden. Was wäre mit Geometry? Test. Okay, ja, gut. Test ist immer gut. Später, nicht jetzt. Checkstyle beschwert sich über Sort.java Zeile 10, Zeile 7. Zeile 7. Machen wir das am besten. Ich schlage vor, dass wir das einfach ersetzen. For Klammer durch For Leerzeichen Klammer und überall. Nur da, okay. Und hier machen wir if Klammer durch if Leerzeichen Klammer und das machen wir auch überall. So. Jetzt gucken wir noch mal. Schon weniger. 77
60 und 68. Fertig. Jetzt können wir es testen. Erstmal altes Zeug löschen. Wo ist der Stern auf dieser Tastatur? Falsche Tastatur. Jetzt. Ich lade es nochmal rein. Frisch kompiliert mit nichts Unnötiges. Und jetzt. Komisch von mir aus. Und unseres war Sort. Exception. Main. Array out of bounds. Hier haben wir. Das haben wir schon gemacht. Array out of bounds. Das ist natürlich besonders schön. Hier greifen wir irgendwo auf irgendwas zu, was gar nicht existiert. Wo könnte das sein? Vermutlich ist es hier. Array.length. Ah, klar. Array 2 minus jetzt. Also Array 2 wird auch nie, hat weniger Stellen als Array. Also A2 hat weniger Stellen als Array und wir laufen bis Ende von Array. Also kann das nicht klappen. Ihr habt das bestimmt schon gleich gemerkt und konntet es mir nicht sagen. So. Immer noch. Und was hat er jetzt? Ich zeige euch mal einen Trick. Dann sehen wir, wann er abbricht. Er pingt nur zweimal. Also da funktioniert noch alles. Na, dann machen wir es halt andersrum, wenn er das nicht mag. Ist kleiner als A2.length
Und I ist so. Das sollte äquivalent sein, aber aus irgendeinem Grund wollte er ja vorher nicht. So, jetzt pingt er die durch und es läuft. Ich weiß nicht, was das, was sich hier prinzipiell hat sich eigentlich nichts verändert, bis auf den einen Leichtsinnsfehler, den ich gemacht habe, dass ich das hätte gar nicht funktionieren können, so hoch zu zählen und hier nichts dran zu ändern. Ich hätte, was ich machen wollte, war bis Ende von Array Punkt Length zu laufen und das da abzuziehen, was äquivalent sein sollte. So. Vielleicht funktioniert das jetzt auch, weil ich sehe keinen Grund, nichts, was dagegen spricht. Oh. Jetzt sehe ich, was dagegen spricht. Das hier. Jetzt sehe ich aber wieder nichts. So. Jetzt sollte es wirklich klappen. Aber mal schauen. Vorhin hat es nicht geklappt. Doch, es klappt. Wahrscheinlich war es nur ein Tippfehler oder irgendwas vorhin. Aber das hier klappt auch, wenn man es abzieht. Und einfach weiterzählt mit dem gleichen i. Und so werden wir es jetzt auch machen. Wir zählen mit dem gleichen i weiter und wir ziehen hier ab. Genau. Aber das Abziehen ist wichtig. Das ist das, was ich vergessen hatte. Hier mag ich das nicht. Ich mache hier noch ein Leerzeichen rein. Mal gucken, ob es geht. Noch nicht. So. Jo, scheint zu funktionieren. Und jetzt sind wir fertig mit dieser Aufgabe. Ja, ich bereite mal die nächste Aufgabe schnell vor und dann schauen wir es uns an. So, jetzt weiter zu Geometric Object. Hier müssen wir die Methoden Compute, ein Interface erzeugen, genau. Und dieses Interface soll die Methoden Compute Area und Compute Circumference haben. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ein Interface ist. Dazu habe ich einen Moment. So. Bin mir nicht sicher, wo wir aufgehört haben. Ja, genau, bei Interface. Das ist das Interface, was wir implementieren müssen. Der Nico von der anderen Übungsgruppe hat eine kurze Zusammenfassung gemacht. Die ist noch nicht endgültig. Er will noch ein paar Sachen verändern. Jedenfalls erklärt er Interface unter anderem mit Vererbung und andere Sachen ziemlich gut hier. Und ich werde es auf
die Seite bzw. im Ordner, wo ich die Übung setze, werde ich das auch mit reinsetzen. Könnt ihr euch angucken. Das ist empfehlenswert. Interface ist auf Deutsch eine Schnittstelle. Und ich zeige euch mal ein Stück Beispielcode. Auf Wikipedia findet man einen schönen Beispielcode. Hier gibt es ein Interface-Konto. Der hat eine Methode Kontostand. Und es gibt natürlich viele Sorten von Konto, weil die haben alle einen Kontostand. Also alle eine Methode Kontostand. Und die Methode gibt immer ein Integer zurück. Und hier haben wir diesen Integer-Kontostand, der Returned-Kontostand und das ist ein Private. Und wir haben hier jetzt, das war ein Sparkonto. Jetzt können wir eine andere Klasse, Public-Konto, erstelle Konto. Hier haben wir Get-Kontostand. Ja, genau. Das hier ist die Methode, die von dem Interface vordefiniert ist. Also jedes Konto muss diese Methode Get-Kontostand haben. Und das wissen wir, weil wir sehen, der Interface, also jeder, der Konto implementieren will, muss, also jeder, der dieses Interface Konto implementieren will, muss diese Methode haben. Er wird dazu gezwungen. Also hier wird es nicht implementiert und dann kann man das anders machen. Aber überall, wo es implementiert ist, muss man das machen. Ich denke, die englische Version ist doch besser. Da sind die Beispiele schöner. Sorry. Das hier. Hier hat man Interface Predator. Predator heißt Jagdtier. Und der hat eine Methode Jagen und eine Methode Essen. Und hier kann man diesen Predator implementieren. Dazu muss man eine Methode Jagen und eine Methode Essen schreiben. Wenn man die nicht hat, dann darf man nicht das hier nicht implementieren. Der Frosch, der ist zugleich Jagdtier, aber auch gejagtes Tier. Und der muss dann die Sachen von Jagdtier implementieren, aber auch die Sachen von gejagtes Tier implementieren. Und wenn er jetzt Predator und giftig implementieren will, dann muss er die Methoden von Predator implementieren, aber auch die Methoden von giftig implementieren. Ja, und ich denke, das war es dann auch schon. Aber ich mag solche Beispiele, die sind ziemlich gut. Da kann man ziemlich gut erkennen, was zum Beispiel Interface bedeutet. Ja. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir Compute Area jetzt gemacht. Jetzt geht's zu Rectangle. Wir sollten die Klasse vervollständigen und ebenfalls das Interface implementieren. Also zum Implementieren brauchen wir eine Methode Double Compute Area und wir müssen hier Implements hinschreiben. Implements haben wir hingeschrieben. Und Double Compute Area haben wir geschrieben und ein Compute Circumference. Compute Circumference steht da. Area ist einfach nur Fläche, Länge mal Breite. Umfang, Circumference, ist zweimal die Länge plus zweimal die Breite. Das ist ja ein Rechteck. Nicht Rechteck, ja, Rechteck. Sorry. Manchmal komme ich beim Übersetzen aus dem Englischen durcheinander. Und jetzt ist die Frage, darf das auch private sein? Wenn das private ist, kann keiner drauf zugreifen. Hier ist es, glaube ich, noch kein Problem hier mit dem Interface. Aber wenn wir da jetzt
zum Beispiel erben wollen, Square extends Rectangle, der Square Rechteck, das haben wir gerade Quadrat, der Quadrat erweitert unseren Rechteck und deswegen, wenn er jetzt hier auf Länge zum Beispiel zugreift, dann darf die Länge nicht privat sein, sonst wenn die privat ist, kann niemand mehr drauf zugreifen. Und wenn wir die public protected ma wenn wir die public machen, kann jeder drauf zugreifen, auch andere Methoden, das ist eher unerwünscht. Aber wenn wir die protected machen, wie jetzt, dann können wir hier drauf zugreifen, aber nicht irgendwo anders, nur in den erbenden Klassen oder irgend nur in den Klassen, die irgendwie damit verwandt sind. Ja, genau. Deswegen machen wir Protected. Und hier war die Aufgabe, Rectangle zu implementieren. Rectangle ist einfach ein, sorry, Square. Square ist einfach ein Rectangle mit zwei gleiche Seiten, zweimal Länge an den Seiten. Und dann implementieren wir die Geometric Object List. Da lese ich lieber erstmal, was die Aufgabe war. So, hier haben wir eine geometrische Objektliste. Das hier ist Geometric Object, die Klasse. Und hier unten haben wir eine Liste, Arrayliste von geometrischen Objekten. Was ist ein geometrisches Objekt? Alles, was dieses Interface, geometrisches Objekt, also diese Schnittstelle, wird man das auf Deutsch nennen, die Schnittstelle geometrisches Objekt implementiert, nicht implementiert, doch implementiert, beziehungsweise der hier implementiert auch geometrische Schnittstelle, weil das ist nur eine Form von Rectangle. Also der Square ist eine Art Rectangle und Rectangle ist eine Implementierung von geometrisches Objekt, also sind beides Rectangle und Square beides geometrische Objekte. Und hier wollen wir eine Liste von geometrischen Objekten verwalten. Und hier werden wir im Konstruktor, tun wir erstmal diese Liste zuweisen oder kreieren, generieren. Und hier fügen wir Objekte hinzu. O steht für Objekt. Und hier haben wir, addieren wir, berechnet die Summe des Flächeninhalts aller Objekte. Also berechnen wir die Fläche mit Compute Area. Compute Area wird bei Square einfach weiter hochgewiesen an Rectangle. Und Width und Length sind in dem Fall beide gleich. Ich schreibe das mal hinzu, dazu. So. Double Circumference. Ja, okay, das war einfach nur Fläche berechnen und aufaddieren und dann die Gesamtfläche. Und hier haben wir Circumference, berechnet die Summe des Umfangs aller Objekte in der ArrayList. Da machen wir genau das gleiche wie hier, nur greifen wir auf die Methode zu. Und hier ist auch Width gleich Length.
So. Nein, das ist nicht meine Schuld. Wenn wir schauen. Jetzt hat er das gut gemacht. Und so. Und jetzt haben wir das schon, glaube ich. Wir können uns noch den Test anschauen. Der war nicht gefragt. Katsus. Geometrietest, der erstellt zwei geometrische Objekte. Erstellt eine geometrische Objektliste und er fügt die hinzu und der prüft, ob die Summe, also die Fläche so und so ist und ob der Umfang so und so ist. Ja, genau. Mehr macht er nicht. Und wir probieren das mal aus. Kompilieren tut's. Und Java haben wir irgendwo eine Main. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Wir haben keine Main dazu. Also können wir es zwar nicht manuell testen, aber unser Test hat es schon für uns getestet. Also hier sieht man, dass es getestet worden ist. Und wir wissen, was es im Test ausprobiert hat. Also es scheint zu passen. Genau. Und ja, gibt es da noch eine Aufgabe? Muss ich in die PDF gucken? Eins, zwei, das war's schon. Also, bis morgen in der Übung und jo.